Tja Leute, hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Dezember-Zeitreise, heute am 23. Dezember. Ja, und auch heute, am letzten Tag vor Heiligabend, habe ich natürlich wieder versucht, für euch geschichtlich interessante und relevante Themen herauszusuchen. Ja, und unseren ersten Halt am heutigen Tag machen wir im Jahre 1880, das ist schon eine ganze Weile her, und wir gehen wieder mal in die USA. Da waren wir ja schon öfter und da können wir auch jetzt nochmal schauen. Da geht es nämlich um diesen jungen Mann hier. Einige von euch werden wissen, aha, den kenne ich doch. Genau, das ist Billy the Kid. Ja, er galt ja als eine der legendären Figuren in Western-Geschichten. Und ihm wurden ja zwischen 9 und 21 Morde angelastet. Und er sah sich aber eigentlich immer als Kämpfer im Lincoln County Rinderkrieg. Auf alle Fälle wurde er am 23. Dezember 1880 vom Sheriff Pat Garrett festgenommen. Unser nächster Halt geht ins Jahr 1934 zurück und dabei gehen wir in die Schweiz und es geht um das hier. Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das ist ein Skilift. Ja, sagt ihr, nichts Besonderes. Kennt doch jeder, der schon mal Skifahren war. Da brauchen wir noch nicht viel zu erzählen. Doch, es ist ganz wichtig, denn 1934 am 23. Dezember in Davos in der Schweiz wurde der von Ernst Konstam entwickelte Bügel-Skilift in Betrieb genommen und das war der erste der Welt. Wie die früher hochgekommen sind, um Ski zu fahren, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich sind sie gelaufen. Da haben wir es doch heute viel bequemer dank dieser Erfindung. So, weiter geht's in unserer Zeitreise ins Jahr 1970 und wir switchen von der Schweiz wieder zurück in die Vereinigten Staaten und da geht es um ein Bauwerk und das seht ihr hier, das kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, das ist das World Trade Center und zwar ist das der Nordturm. Ganz genau. Und dieser Nordturm wurde am 23. Dezember 1970 mit einer Höhe von 417 Metern fertiggestellt. Tja, was aus dem World Trade Center geworden ist, wissen wir ja leider alle. Deswegen dachte ich mir, ich kann an diesem historischen Tag noch einmal daran erinnern. Der vorletzte Halt am heutigen Tag geht ins Jahr 1986 zurück. Ja, und auch da geht es wieder um mehr oder weniger ein technisches Gerät. Und das zeige ich euch hier. Ja, das ist ein sehr ominöses Flugzeug, wie ihr seht, mit dem Namen Voyager. Ja, und im Jahre 1986, und zwar genau am 23. Dezember, haben Glenn Rutan, Gianna Jäger nach 9 Tagen mit diesem Flugzeug den ersten Nonstop-Flug ohne Auftanken und Zwischenlandung rund um die Welt absolviert. Tja, war schon eine tolle Leistung damals und deswegen habe ich daran erinnert. So, und den letzten Stopp am heutigen Tag verbinden wir immer noch mit dem Jahr 1986, denn wir bleiben da, da waren wir ja gerade schon, aber wir gehen nach Deutschland. Ja, und da blende ich euch jetzt auch mal ein, worum es da geht. Und dann wird jeder sagen so, ja, kenne ich nicht, keine Ahnung. Das ist die Zeche Zollverein in Essen und am 23. Dezember 1986 wurde dort die letzte Schicht gefahren. Das hieß für die ganzen Kumpels das Aus in dieser Zeche. Ja, die Zeche existierte von 1847 bis 1986 und heute ist sie ein Industriedenkmal und gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Tja Leute, das war's von mir für heute, für den 23. Dezember. Ich hoffe, es war wieder einiges Interessantes für euch dabei, was ihr in euer Gedächtnis zurückrufen konntet oder vielleicht noch nicht wusstet. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao, euer Dirty Harry.